so krass, dass Colin Britton einfach so viele Instrumente spielen kann. Dass er einfach die Akustikgitarre bei My December spielt. Diese Melodie, dieses das hat so krass melancholische Züge. Du wirst irgendwie davon depressiv, aber gleichzeitig, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, oder? Und gleichzeitig motiviert es dich auch so ein bisschen. Das ist so eine Melodie, die löst so krasse Emotionen in mir aus und dadurch, dass der Gesang so hypnotisierend ist, das ist eine ganz strange Mischung, die ich aber absolut liebe und darauf fahre ich total ab. Wenn Mike diese Töne anschlägt, da brechen hier alle Dämme. Das ist so krass und sie hat eine so gefühlvolle Stimme. Diese ruhigen Töne, ey, da ist sie prädestiniert dazu. Ey, die hat es einfach drauf. Sagen wir einfach, wie es ist. Das ist absolut genial. This is my time.
einfach so geil, ey. Das ist einfach so cool. Ich liebe diesen Song. Der ist so krass. Diese Melodie von dem Song hat einfach so was Hypnotisierendes irgendwie. Ich fand schon damals, als er rauskam, einen absolut geilen Song. Vor allem war es ein Song, wo Linkin Park noch nicht so viele Balladen hatte. Deswegen stach der so heraus. Deswegen wird er immer so einen speziellen Platz in meinem Herzen haben. Das ist unfassbar schön gesungen. Und Mikes Stimme ist einfach so haunting. Das ist einfach so berührend. This is all I need and love. Just yourself to me, deep into the rest of the world. Deep back on the things I said, make you feel like you're alone. Just yourself to me, deep into the rest of the Diese Töne sind krass, die sie da trifft. What the fuck, Alter? Das ist absolut nicht normal, ey. Kann denn jemand so gut singen? What the fuck? Diese Melodie.